So, weiter geht's mit Dead Reeves. Wir haben in der letzten Folge den Butler befragt und wollen uns jetzt in das Zimmer von Edward aufmachen, in der Hoffnung, dass dieser endlich aufgestanden ist. So, das war der rechte Flügel. Das linke war Patrick's, also ist das der Room Edwards. Der Room, der Raum. Und der ist aufgestanden. Was haben wir denn hier? Ja, das ist wahrscheinlich Annabelle. Da ist etwas. Ja, wenn ich das richtig sehe. Das Goldene da unten. Ich reiche nicht heran. Stab? Es lohnt sich aber nicht, das jetzt zu tun. Ich denke, ich fahre mit meinen Ermittlungen fort, wenn Edward weg ist. Okay, das ist eine Ansage. Da ist eine Flasche. Kannst du das Bild genauer ansehen? Leider nicht. Ein relativ karger Balkon, über den man doch relativ leicht fallen könnte, wenn das Ding nur bis zu den Knien geht. Das Geländer. Okay, die Tür können wir nicht benutzen. Die See ist eine Art vorherrschendes Thema. Das ist aber auch ein sehr schönes Thema. Sehr viele verschiedene Bilder. Es erscheint wie einer von Edwards Albträumen. Ja. Die Blume ist nämlich noch total am Blühen. Seltsamer Kopf. Ich verstehe das nicht. Was ist daran jetzt nicht zu verstehen? Es ist eine Frau mit überschränkten Armen, die vor einem Vorhang oder sowas steht. Ja, wahrscheinlich. Oder einfach nur Laken, was über den Boden und über etwas an der Wand gehängt wurde. Ich habe Edward in seinem Arbeitszimmer gefunden. Seine Bilder nach zu urteilen, geht dem jüngsten Windham wohl ziemlich merkwürdige Gedanken durch den Kopf. Ich verstehe natürlich nicht viel von Kunst. Vielleicht ist es ja auch nur eine andere Form des Selbstausdrucks. Naja, eine blühende Pflanze verwelkt darzustellen, sagt schon einiges aus. Da hinten ist er am Malen. Gucken wir uns erstmal noch das andere Bild an. Eine Skizze von einer Frau neben einem Felsen. Was ist das für ein übler Schatten? Ja, das ist dann schon ein bisschen gruseliger. Es erscheint wie einer von Edwards Albträumen. Da kann ich das mit dem Albtraum durchaus nachvollziehen. Hand mit... ja. 3, 4 Fingern? Ne, wahrscheinlich sind schon 5. Man sieht sie noch nicht. Und soll das eine Leber darstellen oder ein Herz? Und vielleicht ein Hakenmesser. Oh, wenn ich mich nicht irre, seid ihr Mr. Finvenero? In der Tat, der bin ich. Ich hoffe, ich störe euch nicht, Sir Edward. Ich habe angeklopft, aber niemand hat geantwortet. Edward allein genügt. Manchmal verliere ich mich in meiner Malerei und dann bin ich gänzlich von meiner Umgebung losgelöst. Was kann ich für euch tun? Was malt ihr denn da? Verzeiht, aber ich rede nicht gern über mein Werk, bevor es fertig ist. Andererseits seid ihr ohnehin nicht wirklich daran interessiert, nicht wahr? Ihr seid doch der Ermittlungsbeamte, richtig? Naja... dieses Bild könnte sehr viel über das aussagen, was gerade los ist. Vielen Dank. Zunächst einmal, wie gut seid ihr und Sir Patrick miteinander zurechtgekommen? Wir standen uns nie sehr nahe, aber wir waren auch keine Feinde. Dasselbe gilt auch für mich und meinen Vater. Ich glaube, insgeheim machten sie mich beide für den Tod meiner Mutter verantwortlich. Sie starb an dem Tag, an dem sie mir das Leben schenkte. Na, in dem Zeitalter jetzt nicht wirklich ungewöhnlich.
Haltet ihr es für möglich, dass Sir Patrick Feinde hatte, die dazu fähig waren, ihn von der Klippe zu stoßen? Nein, mein Bruder war höchstwahrscheinlich nur Opfer seiner eigenen Ungeschicklichkeit. Am Tag, als er starb, war ich zum Zeichnen ausgegangen und ebenfalls beinahe gestürzt. Doch im Gegensatz zu meinem Bruder kam ich mit ein paar blauen Flecken und einem Riss in meiner Kleidung davon. Ja, das ist alles wirklich traurig. Sagt mir, Edward, glaubt ihr an diesen sogenannten Fluch? Ob ich an den Fluch glaube? Wie kann ich nicht daran glauben? Alle 9 Jahre geschieht etwas Entsetzliches. Okay. Seht ihr, jetzt ist es wieder soweit. Das bedeutet, ihr solltet jetzt besser gehen. Ich muss arbeiten. Seltsam, dass wir gerade passen zu diesem... Sir Edward Wyndham, Arthur Wyndhams Erbe. Und jetzt sogar der Einzige. Perfekt, zu diesem Anlass hier hingerufen werden. Komischerweise wäre es aber... Wenn der Tod von Patrick dieser Tod alle 9 Jahre ist, wieso geht's dann danach noch weiter? Das verstehe ich jetzt gerade noch nicht ganz. Eine Skizze von einer Frau neben einem Felsen. Was ist das für ein übler Schatten? Ja, das hatten wir eben schon. Du solltest eher was zu dem riesigen roten Fleck sagen. Hm. Hat sie in den anderen Bildern auch was getan oder nur an diesem Bild? Ich glaube, Edward hat eine ziemlich merkwürdige Weltsicht. Nee. Ich glaube, Edward hat eine ziemlich merkwürdige Weltsicht. Es erscheint wie einer von Edwards Albträumen. Ich glaube, Edward hat eine ziemlich merkwürdige Weltsicht. 3 verschiedene Sprüche. Ja. Das mit diesem Bild ist zwar schon sehr, sehr seltsam. Die restlichen Bilder spiegeln wahrscheinlich auch wieder Punkt 1, dass er in Annabelle verliebt ist, aber die was mit seinem mittlerweile toten Bruder hat. Und dass sein Vater und sein Bruder ihm Vorwürfe wegen dem Tod seiner Mutter machen. Ja, da kommen wir noch nicht dran, weil wir da erst rein ran sollen, wenn er wieder aus dem Zimmer weg ist, damit das niemand merkt. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt nicht so laut wäre. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt mit dem Herrn des Hauses reden können. Ich schätze ja mal, dass das hier sein Zimmer ist. Ja, ist es. Ja, hier rennen wir natürlich nicht rum. Die Wyndham Familienchronik. Interessant. Okay, es sind nur 2 Seiten. Lady Clarissa Wyndham. Clarissa Wyndham, Tochter von Lady Maria, wurde 1596 auf dem Festland geboren. 1612 heiratete sie Baron Cuthbert Wyndham, dem sie im Jahre 1614 einen Sohn gebar. Sie starb im Jahre 1628 und wurde in der Familiengruft auf dem Friedhof der Insel beigesetzt. Da waren wir auch schon. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, dass von oben sofort Clarissa Wyndham der Rede ist. Ich hätte eher erwartet, dass vorher noch ihr vorheriger Mädchenname geschrieben stehen würde. Und das sieht nach einer handschriftlichen Notiz von ihr selbst aus. Ich möchte dies hier für meine Kinder und die Kinder meiner Kinder hinterlassen, die etwas über das Schicksal ihrer Ahnen erfahren wollen. Da der Tod meiner Mutter, Lady Clarissa Wyndham. Oh, also es ist... Ach so. Es wurde von ihrem Sohn geschrieben. Ich habe gerade ein bisschen überlegt, was hätte ja sein können, dass sie mehrere Kinder gehabt hat und nicht nur den ersten Sohn. Aber sie hat anscheinend nur einen Sohn gehabt. Lady Clarissa Wyndham viele Fragen und Spekulationen aufgeworfen hat. Halte ich hiermit ausdrücklich fest, dass mein Vater, Baron Cuthbert Wyndham, meine Mutter wirklich geliebt hat und ihr niemals etwas zuleide getan hätte. Als sie von einer schweren Krankheit heimgesucht wurde, bewies Vater großen Mut und große Stärke. Er pflegte sie eigenhändig und ließ niemanden an ihr Sterbebett.
wenn er vom Fest... Okay, mit dem Wort habe ich gerade ein paar Probleme. Wer je vom Feuer... Feuerlieber? Keine Ahnung. Feuerfieber? Feuerfieber, wahrscheinlich. Wer je vom Feuerfieber gehört hat, der weiß, der wird verstehen, warum ihr Begräbnis in aller Stille stattfand. Ja, Feuerfieber wird sein. Sagt mir zwar nichts. Aber ich finde es sehr, sehr seltsam, dass niemand sie in dem Sinne, während sie krank war, gesehen hat, sondern er sie alleine in ihrem Bett gepflegt hat und selbst ans Sterbebett und zum Begräbnis an sich niemand gekommen ist. Das ist schon sehr seltsam. An den Schriftsetzer seiner Majestät, bitte nehmt folgende Titel zur Veröffentlichung an. J.W. von Goethe, Faust, R. Blair, Das Grab, D. Defoe, Robinson Crusoe, W. Tyrell, Der Untergang der Finsternis, Sir Arthur Wyndham. Scheint ein hohes Tier zu sein. Ein astronomisches Teleskop. Mit einem normalen Fernglas wäre mir jetzt mehr gedient. Ja, dann hat er wahrscheinlich nur die Sterne beobachtet und nicht irgendwelche Nachbarn. Baron Arthur Wyndham. Amadei Finvenero, zu euren Diensten. Lasst mich euch zunächst mein aufrichtiges Beileid für euren schweren Verlust ausdrücken. Danke. Ich bin Sir Arthur Wyndham. Mr. Hoke hat euch hoffentlich an den Docks begrüßt. Das ist richtig, Sir. Auf Mr. Hoke kann ich immer zählen. Er ist erst seit einem Jahr auf der Insel. Sein Vorgänger ertrank beim Fischen im letzten Herbst. Auch ein guter Mann. Nun lasst uns aber direkt zur Sache kommen. Habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Mich verwirrt das ein bisschen, dass jeder die Namen anders ausspricht, aber ich denke, mit Hoke sind wir jetzt richtig. Ja, was halten Sie bitte von dieser alten Frau, die auf dieser Insel als Hexe bekannt ist? Gehe ich recht in der Annahme, dass die Vision der alten Hexe der hauptsächliche Grund für diese Untersuchung ist? Ich neige dazu, der alten Benish Sue zu glauben. Vor vielen Jahren sagte sie mir, mein Sohn würde einmal für den Tod meiner Frau verantwortlich sein. Natürlich glaubte ich ihr damals nicht. Doch dann starb Elisabeth, als sie Edward zur Welt brachte. Was nun meine Vermutungen angeht, Patrick kannte diese Insel in- und auswendig. Abgesehen davon war er körperlich in bester Verfassung. Ich glaube, er hatte andere Gründe, um auf der Insel umherzustreifen. Naja, das ist ziemlich egal, wie gut man in körperlicher Verfassung ist. Wenn man stolpert, ohne Klippe runterfällt, dann ist das egal, wie viel Muskeln man hat. Und das ist schon sehr fies Edward gegenüber. Ich meine, er ist ja in dem Sinne ja nicht schuld an seiner Schuld an dem Tod seiner Mutter. Den Schatz eurer Ahnen, von dem gemunkelt wird. Ich sehe, ihr habt keine Zeit vergeudet. Ja, Patrick war auf der Suche nach einer Reliquie, die vor etwa einem Jahrhundert verloren ging. Und falls er die Reliquie an jedem Tag wirklich fand... Hätte ihn jemand dafür töten können? Exakt. Ja, wenn das wirklich ein relativ wertvoller Schatz war, ist das sehr wahrscheinlich. Und wenn in dem Sinne sein Bruder dann noch den Schatz gekriegt hätte und die Frau, wäre das ein doppeltes Motiv. Ich verstehe. Sagt mir, was genau ist dieser Schatz? Wo kam er her und wie ging er verloren? Nun, der Sage nach handelt es sich dabei um eine kleine Statue, die mit Edelmetallen überzogen ist. Was die Herkunft betrifft, nun, das ist ein trauriges Kapitel in der Wyndham-Familiengeschichte. Sie erlangten den Schatz als Beute von einem vorbeifahrenden Schiff. Mein Urgroßvater hat ihn dann irgendwo versteckt. Aber kann so eine normale Statue so viel wert sein? Wer wusste, dass euer Sohn nach der Reliquie suchte?
Ich fürchte jeder. Gerüchte verbreiten sich auf dieser Insel schneller als der Wind. Es ist vielleicht eine törichte Frage, aber was hat Sir Patrick dazu veranlasst, überhaupt mit der Schatzsuche anzufangen? Ist eure Familie in finanziellen Schwierigkeiten? Patrick hatte sich in eines der hiesigen Mädchen verliebt, eine bürgerliche. Er erklärte mir, er wolle sie heiraten. In meinem Zorn drohte ich, ihn zu enterben und ihn ohne einen Penny zurückzulassen. Patrick nahm meine Drohung ernst und nach einer Weile begann er nach dem Schatz zu suchen. Ich versuchte nicht, ihn davon abzuhalten, denn ich hoffte, seine Suche würde ihn von Annabelle ablenken. Ja, welch nobler Hintergedanke. Hatten Annabels Eltern denn irgendwelche Einwände gegen diese Beziehung? Ihr versteht, was ich damit andeuten will. Ich glaube nicht, dass ihre Eltern etwas dagegen hatten, selbst wenn Annabelle ein Kind erwartet hätte. Ihre Eltern sind ganz gut betucht. Hatte Annabelle denn noch irgendwelche anderen Verehrer? Jemand, für den sie Sir Patrick vielleicht zurückgewiesen hätte? Das weiß ich nicht. Am besten sprecht ihr vielleicht mit dem Mädchen selbst oder mit ihrem Vater, Chadwick Clinton. Ihr Onkel Mervyn weiß möglicherweise sogar mehr darüber. Er arbeitet hier in meinem Hause als Koch. Ja, dass der Koch mehr weiß, habe ich mir schon gedacht. Aber ich glaube nicht, dass in diesem Zeitalter ein Mädchen das mit irgendwem anbandelt und das ein bisschen geheimer halten will, nicht unbedingt mit ihrem Vater darüber redet. Vor allem, wenn er sie verheiraten will oder sowas. Sir Patrick, der nächste Erbe des Familienvermögens. Natürlich, Edward. Ihr wollt doch wohl nicht etwa andeuten, dass... Ich sammle nur Informationen. Ich werde euch nicht weiter belästigen, Sir.